Lau, meine Freunde und Kekus, Matt und ich sind wieder vereint. Was geht, Matt? Was sagst du dazu? Ah, der will direkt diese Flex. Okay, Leute, und zwar machen wir heute zur Wiederzusammenkunft des Hochhausblocks ein Dreikampf. Es geht um Fuffi von mir. Das tut weh, das tut weh. Und Fuffi von Matt. Anscheinend ist der Typ rich und kann damit flexen. Auf jeden Fall mit drei Disziplinen jetzt gegeneinander machen. Und damit feiern wir unsere Zusammenkunft. Natürlich wird Merz seinen Fuffi gegen mich verlieren, weil das ist kein Musikquiz, sondern hier geht es um Real-Life-Actions. 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 Ich werde den Typ auseinandernehmen, auseinandernehmen. Erste Disziplin, Leute. Holz-Weitwurf. Drei Versuche. Ich schub mal ein Holz. Ich schub mal ein Holz. Ich schub mal ein, ich schub mal ein, ich schub mal ein Holz. Okay. So, Leute. Das ist das Holzstück, das wir schmeißen. Was würdest du sagen, wie Kilo das ungefähr hat? Das 20. Ist, ja, auf jeden Fall werden wir das jetzt hier schmeißen. Und ich fange an abwechselnd immer einen Wurf. Wirf nicht aus Versehen nach hier. Bruder, du musst. Ich würde ein bisschen weiter weggehen. Noch weiter. Oh, okay, okay, okay. Einer überschätzt sich da gewaltig. Ja, okay, komm, wirf. Ey, wenn du uns triffst, wa? Ah, nicht die Linie übertreten, wa? Ja, okay, los geht's. Drei Versuche, erster Versuch von Ono, der Hässige, los geht's. Da, wo der auftitscht. Ja, ja, ja. Ich muss verschiedene Techniken machen. Guck mal jetzt, der Vogel. Was ein Vogel. Achte auf deinen Fuß! Look at your nose! Ich hab genau gesehen, hier war erst mal. Das war mein erster Wurf, was soll ich sagen, Leute? Leute, der kann gar nichts, der wird das niemals top. Das war eine komische Technik, aber ich darf ihm nichts verraten. Junge, hast du schon was von. Hast du schon was von Kugelstoßen gehört, Junge? Boah, du bist so weit weg. Aber hast du schon mal was von Kugelstoßen gehört? Ja. Pass auf die Linie auf, ich sehe das. Hast du die Technik gesehen? Boah, du bist zu weit weg, weil ich sag dir ehrlich. Boah, das ist. Boah, das war ein Stückchen weiter. Boah, ich hab meine Leiste dabei. Ah, Handicap, Handicap, hier. Das war ein Stückchen weiter, das war mein erster Wurf. Das war Merz erster Wurf. Da vorne ist die Line. Ich hatte ja eh schon Leistenprobleme, aber ich muss gewinnen. Scheiß drauf. Du bist ready? Ja, ich bin ready, komm. Walla war ge... Genauso weit, ne? Genauso weit? Ja. Leute, der letzte Versuch wird den auseinandernehmen. Ich sag euch, wie es ist. Ich werde den hops nehmen. Ja, aber ich hab danach auch noch einen. Ne? Das ist mein zweiter. Geh ein bisschen weiter nach hinten. Da hinten ist die Backline. Geh ein bisschen weiter nach hinten. Ich sag euch so, Leute. Der kann nix. Der ist jetzt motiviert. Ich kenne den. Aber der kann gar nichts. Der kann das gar nicht. Meine Special Technik werdet ihr gleich sehen. Jetzt ist er völlig gaga. Der war viel zu kurz, ich sag dir so, wie der es ist. Der war Blöbüff, der war hier. Ich muss bei meiner alten Technik bleiben, die der war besser. Der war wie mein erster Versuch. They look like garden hose. Ach, tell him, man's not hot. Pass auf. They told me, take off your jacket. I say, babe, man's not hot. Look at the 4-4 with the 4-4 with the 1-2-3-S-4. Chilling at the corridor. Ah, das war... Ah, das war nicht weiter. Das war sogar ein bisschen weniger. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Rekord breche von eben, habe ich gewonnen. Oh mein Gott, ich gewinne. Look at your nose. Scheiße, Leute, das war mein letzter Versuch. Wir sind noch unentschieden. Noch sind wir unentschieden. Er darf es nicht schaffen, Leute. Ich sag euch ehrlich, er darf es nicht schaffen. Er darf nicht. Ey, wenn du übertritt, zählt nicht. Ich guck extra. 3, 2, 1. Scheiße! Sein letzter Wurf war der hier. Also, ich bin deutscher Staatsbürger. Olympische Spiele, Kugelstoßen, gar kein Problem. Aber was machst du da, Janne? Ja, aber was du da machst? Ego holen, push. Ego push. Warum? Auf geht's in die zweite Runde, yalla. Ja, ja, versuch. Oh. Freunde, Runde 2, die muss ich für mich entscheiden. Und zwar geht's diesmal um Fußball. Wir müssen diesen Ball von dieser Entfernung
Sehr gut, Mert, du Zauberkünstler. Warte. Wir müssen den Ball von hier, da hinten, das blende ich jetzt ein, gegen diese Holzinger. Oben bringt 3 Punkte, in der Mitte 2 und unten 1. Schießen. Von dieser Entfernung. Es geht los, Leute. Warte, ich will noch was zeigen. Sieht man mich? Ja, man sieht mich. Guck jetzt. Boah, ich hab's nicht geschafft. Los geht's. Die Schuhe aus. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, du bist so eine Pussy. Ich hab außerdem noch gar nicht hochgehalten, nichts. Hey, das ist unfair. Du kriegst Ballgefühl, das ist unfair. Hast du doch auch eben. Ja, aber ich hab Leiste kaputt. Du Anfänger. Es zählt nur, wenn das Ding auch umkippt. Durch den Ball. Durch den Ball. Roberto Carlos. So Leute, Mert am Start. Rechts oder links, Mert? Linksfuß bin ich. Hau rein, Lo. Boah, der hat den Nein, einfach... Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Schuss Nummer 2. Was für entspannt. Schieß einfach. Nein! Das ist Karma. Wie hat der Ball denn da durchgepasst? Hast du verdient. Hey, der Ball ist da durch, hast du es gesehen? Ich muss nur hoffen, dass er beim dritten Versuch nicht trifft, weil ich werde hier nichts mehr treffen. Picke, komm, picke. Rechte Picke, Scheißkopf. Oh. Der ist auf der Straße, auf andere Seite. Ja, lauf. Soll ich ihn unten reinlegen? Oder schieß einfach. Ja, ich schieße aus Prinzip noch schnell. Warte, vielleicht kann ich einen Außenriss versuchen. Letzter Versuch von Mert. Ich hoffe, er trifft nicht. Außenriss, ausgut. Quaresma. Los geht's. Bismillahirrahmanirrahim. Nein. Jawohl! Aber damit haben wir das Spiel unentschieden. Ja. Und müssen ja, ins dritte Spiel rübergehen. Ja, komm mal. Meine Freunde, wenn ich jetzt verliere, bin ich den einfach los. Deswegen haben wir uns jetzt in den geilsten Blockgarten, den es gibt, gesetzt. Und wir werden das Spiel spielen. Wir werden hochzählen. Und bei allem, was eine 3 hat, oder eine Dreierreihe ist, oder durch 3 teilbar ist, oder ein 3 in den Zahlen hat, muss man hoch aus Block sagen. Walla 7 ist auch durch 3 teilbar? Nein, aber nicht gerade. Hör auf zu labern. 1. 2. Hoch aus Block. 4. 5. Hoch aus Block. 7. 8. Hochhausblock. 10. 11. Hochhausblock. Hochhausblock. 14. 15. Verloren. Allah! Ich hab den Puffi behalten. Letztes entscheidende Spiel, Leute. Der hat gerade noch gelabert, dass das ein Spiel voll einfach. Bei 15 verliert der Otto. Bei 15. So, Leute. Jetzt spielen wir als letztes Darts. 3 Pfeile. Wer öfter die 20 Schrift hat, gewonnen. Mertimovic beginnt. Alter vor Schönheit. Einmal die 20. Er hat einmal die 20 getroffen, jetzt muss ich treffen. Jawohl. Oh, ich hab bei dir auch nicht geredet. Achso, Entschuldigung. Nein! Jawohl. Auch einmal. Na! Darf ich kurz noch was erinnern? An was? Es geht um 50 Euro. Ja, ist okay. Allah! Der hat einen fast wieder zurück auf seinen eigenen Fuß geworfen. Nein! Ja. Nein! Noch eine Runde. Na? Nein! Das ist meine große Chance. Noch einmal die 20 Treffen habe ich gewonnen. Nur ein einziges Mal. Wirklich? Dann kommt Siegerehrung. Wo ich schon gewonnen, ich sag dir, ich hab 3 Pfeile, 21 Treffen zählen. Nein! Scheiße! 3 Pfeile, 21 Treffen safe. Au, Ruhe! Es kann nicht sein, dass ich 21 treffe, aber krass, wird mich auslachen, wenn ihr überhaupt das Video guckt. Junge, wer ist Klaas? Jetzt hast du verloren, selber schuld. Wieder kein Mal, kein einziges Mal. Ja, natürlich bin ich selber schuld, ich werde ja die Pfeile. Jetzt?
Ja, Bruder, aber zweimal keine treffen, das ist schon hart. Ja, was soll ich machen, Bruder? Man hat gesehen, wie nah dran das war. Bam! Jetzt hab ich getroffen, hätte ich... Bam, 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 bam! Bam! Hey, Mert. Was ist los? Nix! Hast du gerade 50 Euro verloren? Halt deine Fresse! Hast du 50 Euro verloren? Oh.